Die SPOC ist eine Seilklemme, also nach Norm nur für statische Belastungen getestet. In der Anwendung kann man oft sehen, dass sie beim Nachsichern am Stand oder beim Simultanklettern als Rücklaufsperre eingesetzt wird. Ich bin der Florian Hellberg von der Elerit Neuenspace und möchte in diesem Beitrag der Frage nachgehen, wie hoch das Risiko von Seilbeschädigungen in der Klemme ist bei dynamischen Lasteinträgen. Wir wollen hier in unserem Sturzstand mal simulieren, was passiert, wenn der Sicherer nicht ganz straff Seil einzieht und der Nachsteiger stürzt. Dazu werden wir jetzt diesen Sandsack hier, der den Kletterer darstellt und 80 Kilogramm wiegt, 3 Meter entfernt von der Umlenkung, die man hier sieht, in der die Kraftmesszelle eingehängt ist, 1,50 Meter stürzen lassen. Und hier gesichert wird über die SPOC. 3, 2, 1. Man sieht, wenn die Fallmasse weiter entfernt vom Stand stürzt, kann das vorhandene Seil den Sturz dämpfen und es kommt zu keiner Seilbeschädigung in der Klemme. Okay, mit unserem nächsten Versuch gehen wir jetzt sozusagen weiter in die Umlenkung. Die Fallmasse ist auf Höhe der Umlenkung und hier ist 1,5 Meter Schlappseil. Und wir schauen mal, was passiert, wenn dann die Sturzmasse in die SPOC reinfällt. 3, 2, 1. Man sieht, das Seil ist nicht gerissen, aber der Mantel und 2 von 10 Kernlitzen sind beschädigt. Die Situation ist durchaus als kritisch zu betrachten. Okay, zur Bewertung des Sicherns mit der SPOC machen wir noch ein drittes Szenario. Dieses Mal haben wir die Sturzmasse wieder auf die gleiche Höhe wie die Umlenkung gefahren, haben aber hier 2 Meter Schlappseil eingebracht. Und schauen wir mal, was da passiert. Das Resultat ist eindeutig, die Klemme hat aufgrund der hohen Lasten das Seil durchtrennt. Also abschließend, glaube ich, haben wir eindrücklich gesehen, dass das Sichern mit Seilklemmen Gefahren birgt. Ein wichtiger Punkt ist die Seilmenge, die im Spiel ist. Also ist die kletternde Person noch weiter vom Stand oder dem Fixpunkt entfernt, kann das Seil den dynamischen Sturz noch etwas dämpfen und es ist weniger kritisch. Kommt die kletternde Person näher an den Fixpunkt oder den Stand hin, werden schon kleine Stürze kritisch. Ob es dann zu einer Seilbeschädigung oder sogar zu einem Durchtrennen des Seils kommt, hängt dann von den Faktoren Seileigenschaften, Sturzhöhe und Klettergewicht ab. Es lässt sich aber abschließend klar formulieren, Achtung in der Nähe des Fixpunkts und Seilklemmen sind für statische Belastungen getestet und zum Sichern immer mit Vorsicht anzuwenden.